Ja, und weiter geht's. Und jetzt hören wir uns die allererste Aussage an von Morgan Fay. Als wir die Schüsse hörten, brachen die beiden die Tür auf und betraten den Raum. Ich bat Herrn Wright und die andere Dame darum, die Polizei zu rufen. In der Hand der mystischen Maya baumelte eine Pistole und sie wirkte benommen. Dann, ganz plötzlich, stieß sie mich von sich fort und floh aus dem Raum. Mit großer Kraft schlug sie mir an den Hals und ich war kurze Zeit bewusstlos. Ich weiß leider nicht, was danach passierte. Warum haben Sie das bis jetzt verheimlicht? Ich wollte die mystische Maya nicht in größere Schwierigkeiten bringen. Ich muss jedoch Fehler berichtigen, wenn welche vorhanden sind. Das ist richtig. Sie berichtigen einen Fehler, Phoenix Wright. Warum möchte sie mir nur eins auswischen? Ist ja eigentlich egal. Wright! Bitte, ihr Kreuzfeuer! Meine Tante ist eine sehr intelligente und gerissene Person. Wir werden uns schwer tun, einen Widerspruch in ihrer Aussage zu finden. Kreuzfeuer! Mayas Flucht. Ja, und wie Mia es eigentlich schon sagt, da drin kann man eigentlich keinen Widerspruch finden. Alles, was bleibt, sind bestimmte Aussagen genauer anzugreifen. War es wirklich nötig, dass zwei Leute die Polizei riefen? Wenn die Gefahr einer Flucht bestand, hätte einer von uns da bleiben sollen. Ja, da haben Sie recht. Ich war zu diesem Zeitpunkt selbst etwas durcheinander. Außerdem war da noch... Noch was, gute Frau? Oh, nichts. Das ist nicht wichtig. Ich würde gern den Satz zu Ende hören. Ja, bitte. Weiter. Es gab einen weiteren Grund, warum sie uns beide aus dem Raum haben wollten, nicht? Sie müssen aussagen. Warum haben sie uns aus dem Raum verscheucht? Ich wollte einfach nicht, dass es noch mehr Opfer gibt. Die Leben des guten Mannes und der Kamerafrau könnten in Gefahr sein. Das war es, was ich mir dachte. Sure. Nun, es war wirklich großmütig von Ihnen, Frau Fay. Das ist schlecht. Jetzt denken die Leute gut über Sie und schlecht über uns. Sieht so aus, als hätten wir geschlafen. Das ist eben meine Tante. Sind Sie nun zufrieden, Herr Bryant? Frau Fay, fahren Sie fort! Wir sind noch nicht zufrieden. Wir machen weiter. Bei den Ermittlungen sagten sie, die Angeklagte hätte einen Schlag auf den Kopf bekommen. Und durch diesen Schlag sei Maya bewusstlos geworden. Bleiben Sie dabei? Ich fürchte, nein. Die Aussage, die ich Ihnen gab, war eine Lüge. Autsch. Aber warum sollten Sie wegen so etwas lügen? Es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, aber... Danke, Franzi. Die Zeugin log, um die Angeklagte zu decken. Sie deckte Maya? Also, Sie deckten die Angeklagte? Nun ja, ich erfuhr erst später, was passiert war. Dass die abtrünnige, mystische Maya etwas ganz Unerwartetes getan hat. Etwas Unerwartetes? Was bitte hat sie? Oh! Diese Zeugin hat nicht und konnte nicht sehen, was passiert ist. Wenn du wissen willst, was das Unerwartete war, musst du dich gedulden. Ja, schon gut. Oh, warum fühlt es sich plötzlich so an, als hätte ich einen Stein im Magen? Nun, Zeugin, erzähl, was weiter geschah. Ach, Franzi. War es wirklich so leicht, ihnen zu entkommen? Ich schäme mich, so etwas zugeben zu müssen, ja. Aber sie sind physisch gesehen größer und stärker als die Angeklagte. Es kann nicht sein, dass sie ihnen so leicht entkam. Hast du es schon vergessen, Phoenix Wright?
Was ist mit dem Foto? Weißt du, als es gemacht wurde, war die Angeklagte nicht wirklich Maya Fey. Alter, zu werden ist so eine mysteriöse Sache. Glauben Sie mir, ich weiß es. Na, da spricht der gute Richter. Im Grunde war der Körper der mystischen Maya noch der der beschworenen Krankenschwester. Aber wäre sie fortgerannt, hätte sie dann nicht sofort verfolgt? Nun, ja, hätte ich, aber... was muss ich noch... Ja, das war's. Das Letzte. War das, weil sie bewusstlos waren? Nun, ja. Großartig. Und was nun? Natürlich weiter fragen. Als sie bewusstlos waren, hatten sie keine Ahnung, wohin die Angeklagte ging? Ich würde sagen, das ist doch offensichtlich. Wenn das stimmt, warum behaupten sie dann, dass die Angeklagte den Beschwörungsraum verließ? Ah, gutes Argument. Und das ist erwähnt, frag ich mich das auch. Es stimmt, dass es diese Zeugin nicht bestätigen kann. Aber das Schlüsselwort hier ist diese Zeugin. Was willst du damit sagen? Sie meint damit, dass die einen weiteren Zeugen in petto hat. Anscheinend möchte Frau von Kammer den nächsten Zeugen aufrufen. Das ist genug! Soweit ich sehe, gibt es an der Aussage der Zeugin nichts auszusetzen! Und ihre Aussage kann... Noch können wir annehmen, dass Maya Fey das Zimmer verließ! Ich hoffe, dass das Ganze nicht noch auf uns zurückfallen wird. Nun, lasst uns den nächsten logischen Schritt gehen und fragen, wohin ging die Angeklagte nach dem Verlassen des Beschwörungsraums? Ja, ja, das ist genau das, was... Sei still! Nun, die Flüchtige machte sich auf, um mit einer gewissen Person zu reden. Sie machte sich auf, um mit jemandem zu reden? Wer war das? Die Angeklagte. Die Anklage ruft Frau Enimini auf, die zum Teilzeitpunkt im Nebenzimmer schlief. Enimini? Ich denke, du weißt, wo das hinführt. Ja. Weil neben von wegen Krankenschwester und Eni sind Schwestern. Ja. Zeugen, Name und Beruf. Okay, mein Name ist Enimini. Ich untersuche parapsychologische Fälle an der Universität. Was sind parapsychologische Fälle? Nun, ich denke, die meisten würden es Okkultes nennen. Auch wenn es die meisten so nennen, weiß ich aber noch nicht, was es bedeutet. Dann würde ich vorschlagen, dass du es zu Hause nachliest. Ja, gut, Mama! Also dann, Frau Mini. Nach dem Mord hast du mit der Angeklagten Maya Fey gesprochen. Ist das richtig? Ich denke schon. Wenn das der Fall ist, dann sag bitte aus. Das ist doch in Ordnung, nicht wahr, euer Ehren? Ja! Im Namen des Guten, euer Ehren, lassen Sie nicht alles zu, um meinetwillen! Ach, na ja... Kann man halt nichts machen, der Richter hat Angst vor Franzi und ihrer Peitsche. Als die Beschwörung anfing, schlief ich im Nebenzimmer. Dann kurz darauf kam jemand ins Zimmer, ganz plötzlich. Großer Gott, es war wirklich meine Schwester. Ich hatte sie lange nicht gesehen und war glücklich und traurig zugleich. Meine Schwester, sie erzählte mir etwas ganz Schreckliches. Ruhig, junge Dame! Sie war die Person, die hereinkam, war ihre Schwester! Sie war aber nicht die Angeklagte Maya Fey! Aber wirklich, euer Ehren. Maya Fey befand sich unter diesem Zeitpunkt mitten in der Beschwörung. Mein Sinn war der Geist! War der Geist der Schwester ihrer Zeugin! Ja, Mimi Mini. Sie war Krankenschwester in Dr. Grays Klinik. Oh, nun, das ist...
Zeugin? Ja? In der Aussage sprachst du von etwas Schrecklichem. Warum erzählst du im Gericht nicht einfach, worum es sich dabei handelt? Ich bin mir sicher, dass es alle gerne hören würden. Muss ich, das wirklich? Aber sicher. Frau Mini! Bitte! Oh, jetzt kommt's. Meine Schwester, sie erzählte mir Folgendes. Es war kein Unfall. Ich war betäubt mit Schlaftabletten. Ich wurde ermordet von dieser Person. Deshalb habe ich Rache genommen. Das ist doch nur fair, nicht wahr, Inni? Sie hat Rache genommen! Sind Sie sicher, dass sie das sagte? Ja. Nun, zufrieden, euer Ehren. Bin ich nicht! Ich kann es immer noch nicht glauben! Ich kann nicht glauben, dass ein Geist so weit geht, sich durch ein Medium zu rächen! Es ist schwer zu verdauen. Aber alle Beweise und Aussagen weisen darauf hin, dass dies die Wahrheit ist. Und das ist alles. Scheiße! Was denken Sie, Herr Wright? Es sieht wirklich so aus, als wäre alle offenen Fragen geklärt. Diese Aussage gerade jetzt. War alles erfunden? Alles eine große Lüge? Natürlich, Phoenix. Mia, was meinst du damit? Eine gute Lüge, aber das ist auch schon alles. Aber auch die besten Lügen haben kurze Beine. Wir schaffen das, Phoenix. Lass uns das lose Ende suchen und die Lügen zu entwirren. Euer Ehren, es gibt Fragen. Darum nimmt die Verteidigung die Zeugen ins Kreuzverhör. Wir glauben, das Kreuzverhör wird die wirkliche Wahrheit in diesem Mordfall zeigen. Der dumme Dummkopf plappert noch dümmeres Geschwätz. Ich frag mich, ob dieses unterhaltsamer sein wird als das letzte. Oh, für dich? Immer doch. Kreuzverhör. Nach dem Mord. Und hier bei dieser Aussage muss man... Dingsbums, Dingsbums, Dingsbums. Hier diese Aussage angreifen. Die klingt ganz schön komisch. Sie waren glücklich und traurig zugleich? Ja, sie war meine Schwester. Aber wenn die meisten nicht eher überrascht, einen Toten wieder lebendig zu sehen? Vielleicht wäre ich das, wenn ich, nichts über das, Okkulte wüsste. Aber, ich weiß alles über die Kuraina Beschwörungstechnik. Wichtig ist, dass die Zeugin sofort erkannte, dass es ihre Schwester war. Ja, wie sie sagte. Sollte ich sie dann noch weiter befragen? Natürlich! Sie haben diese Begegnung nicht als seltsam erfunden? Nein. Ich hatte keinen Grund dazu, etwas als seltsam zu empfinden. Aber... Au! Hör auf, sie zu piesacken. Kennst du das Wort Einspruch? Würdest du es bitte ab und zu verwenden? Oh, herrlich. Right! Die Frage, was die Zeugin empfand, als sie ihre Schwester sah... Es ist wirklich so wichtig! Natürlich. Es ist sehr wichtig, obwohl ich nicht genau weiß, was mit es gemeint ist. Ich muss erstmal so tun, als ob ich wüsste, wovon ich rede. Guter Wright! Frau Mini, bitte ergänzen Sie Ihre Aussage! Okay, ich nehm's ganz locker.
Ich hatte keine Angst und ihr Kostüm sah total normal aus. Wait. Also, am Aussehen ihrer Schwester war überhaupt nichts Merkwürdiges? Ja, das war nichts Merkwürdiges. Okay. Das war jetzt komisch, weil wegen Mia spricht und im Text steht Phoenix. Okay. Mia spricht mit sich selbst, als ob sie einen Widerspruch gefunden hätte. Das ist unmöglich. Ist alles in okay? Kann ich fortfahren? So, also nachdem wir gesehen haben, was da bei Mia ist, los ist, dass das unmöglich ist. Und das ist, glaube ich, eine Aussage, wo man sich entscheiden kann, welchen Beweis man präsentiert. Die erfüllen beide den gleichen Zweck. Nämlich einmal das zweite Foto von Lotta oder das Kostüm von Maya. Bleiben wir beim zweiten Foto. Das zeigt es am deutlichsten. Das war eine sehr gute Lüge, Frau Mini. Was plapperst du denn diesmal, Phoenix Wright? Eine gute Lüge, aber das ist auch schon alles. Das waren meine Worte, Phoenix, nicht? Ein bisschen necken müssen wir dich ja. Frau Mini, darf ich Sie daran erinnern, was Sie gesagt haben? Sie haben gesagt, an dem Aussehen Ihrer Schwester war nichts Merkwürdiges. Ja, und? Aber ich glaube, dass das absolut nicht der Fall war. Sehen Sie sich das Foto an. Das ist ein Foto der Schwester, die Sie gesehen haben. Ich denke, sogar Sie wären überrascht, wenn jemand so vor Ihnen auftauchen würde. Die Blutspritzer. Genau. Frau Mini, warum haben Sie das Blut, das Sie sahen, in Ihrer Aussage nicht erwähnt? Würden Sie wirklich aussagen, statt zu lügen, hätten Sie es sofort bemerkt? Haha. Ruhe, Frau Mini, was hat das zu bedeuten? Frau Mini? Ich denke nach. Stören Sie mich nicht. Das... Was soll das stammeln, euer Ehren? Diese Zeugin, ihre Persönlichkeit hat sich um 180 Grad gedreht. Viele Leute tun das, wenn sie den Zeugenstand betreten. Zuallererst beruhig dich mal, Zeugin. Tut mir ja leid, ich wollte niemanden anfahren. Oh ja, du hast wirklich einen Stimmungswechsel gehabt. Deine Augen sind sogar geöffnet worden. So schlimm war das. Mach jetzt schnell mit der Aussage weiter. Wenn Sie so gut... Oh, der Richter sieht noch immer mitgenommen aus. Eine großartige Hilfe also. Nächste Aussage. Wissen Sie, das Nebenzimmer war ziemlich dunkel. Also, ihr Kostüm war lila, nicht? Das Blut fiel also nicht auf. Ich überzeugte meine Schwester davon, dass man so etwas nicht tun darf. Und dann brachte ich meine Schwester zum Beschwörungsraum. Ja, nun, ich verstehe. Und Sie haben einen guten Grund gehabt, warum Sie das Blut nicht bemerkt haben. Meinen Sie, danke, Väterchen. Oh, Väterchen, auch wie süß. Zufrieden, Herr Wright? Nein, ich denke nicht. Na gut,
Sie können ihn Sorge befragen. Danke, Väterchen. Kreuzverhör nach dem Mord, Teil 2. Ich liebe diese Musik. Einer der beiden Aussagen musste man nochmal angreifen. Entweder war es die da oder die da. Kommen wir erstmal zu dieser einen da. Sie haben das Blut nicht gesehen? Ja. Aber sie muss die Pistole zu diesem Zeitpunkt auch bei sich gehabt haben. Das, Aha. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie die Pistole auch nicht bemerkt haben? Ich, habe sie nicht bemerkt. Ich habe ihr nur, ihr ins Gesicht gesehen. What? Erzähl weiter. Okay, das war's schon mal nicht, aber trotzdem. Hat die einen kleinen Tunnelblick? Und wie verhielt sich ihre Schwester, Frau Mimimini, zu ihrem Zeitpunkt? Nun, sie war, voll außer sich, weil sie gerade Dr. Gray erschossen hatte. Aber ich denke, sie wusste es. Sie, sagte, sie hätte etwas ganz Schlimmes getan. Und, sie sagte, sie wollte mit mir zu Frau Morgan gehen, um sich, zu entschuldigen. Hat Ihnen Mimis Geist das alles wirklich erzählt? Ja. Sirius? War Ihre Schwester zu ihrem Zeitpunkt ruhig und gefasst? Ich denke, ja. Ich glaube, dass sie sich durch ihre Rache an Dr. Gray viel besser fühlte. Ich würde mich auch gern besser fühlen. Phoenix Wright, je eher, desto besser. Sie sagt das mit der Peitsche in der Hand. Und Frau Morgan war die einzige im Beschwörungsraum, verstehen Sie? Darf ich Sie noch eine letzte Sache fragen, Frau Mini? Sicherlich. Fanden Sie dort irgendwas seltsam, ungewöhnlich oder am falschen Platz? Am falschen Platz? Hä? Wann meinen Sie? Wann? Als Sie... Ah. Nämlich... Genau! Ich meine natürlich, als Sie zum Beschwörungsraum gingen. Weil wir erinnern uns an die Investigations. Nein, nichts Seltsames. Sie hat sehr schnell geantwortet. Was nun? Natürlich weiter angreifen. Denken Sie nach. Ich weiß, Sie können sich an etwas erinnern. Ich, kann es nicht. Das reicht nicht. Sie müssen das dem Gericht ausführlicher erklären. Glauben Sie, Herr Wright, dass es so wichtig ist, ob auf dem Weg zum Beschwörungsraum etwas seltsam war? Natürlich, wenn wir uns an die Investigations halten. Ich frage, weil es sehr wichtig ist. Nicht, dass ich wüsste, wohin uns das noch führt. Nun gut. Frau Mini, würden Sie das bitte Ihrer Aussage noch hinzufügen? Ich verstehe nicht, warum, aber na schön. Ich bin niemandem begegnet auf dem Weg zum Beschwörungsraum. Aha! Erwischt. Erwischt. Das war eine so fette Lüge. So. Jetzt muss man gucken. War das jetzt nun im Bereich Beweis oder Profil? Ja, bleiben wir beim Beweis. Ha! Fresse halten, Mädchen! Ich habe den Fehler, oder besser gesagt, den Riss in Ihrer perfekten Lüge gefunden. Sehen Sie sich die Urne an.
Urne? Da sind Risse. Sehen Sie sie? Und? Was soll das beweisen? Wen kümmert schon irgendeine alte Urne? Ja. Wie bereits gesagt, ich sah niemanden auf dem Weg zum Beschwörungsraum. Ich habe auch nichts von einer Urne gesagt, oder? Anscheinend haben Sie es immer noch nicht begriffen. Ich würde sagen, wären Sie zu jenem Zeitpunkt wirklich über den Holzsteg gegangen, hätten Sie diese Person nicht übersehen können. Nämlich, wer war nämlich mit der Reparatur auf dem Holzsteg beschäftigt? Ich möchte Ihnen gern jemanden vorstellen. Das ist Frau Morganfays Tochter, Pearl Fay. Ja, und wieso ist das Kind wichtig? Zum Zeitpunkt des Mordes spielt Pearl zufällig im Hauptgarten. Und zufällig zerbrach sie diese Urne. Warte, sie zerbrach diese Urne? Ja, sie warf sie versehentlich mit ihrem Ball um. Und Pearl hat sie auch wieder zusammengesetzt. Und saß dabei mitten auf dem Holzsteg. Was? Erwischt. Bevor wir fortfahren, kurze Pause und dann geht's weiter. See you guys.